Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach langer und intensiver Beratung werden wir heute das neue ÖPNV-Gesetz für Nordrhein-Westfalen beschließen. Die Novellierung wurde nicht nur aus formalen Gründen wie der auslaufenden Befristung notwendig, sondern schaffte auch die Möglichkeit, neue Tatbestände in dieses Gesetz zu integrieren. Die ÖPNV-Pauschale an die kommunale Familie wird ab 2017 jährlich um 20 Millionen Euro, der Mindestbeitrag für die pauschalierte Investitionsförderung um 30 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Insgesamt werden wir im kommenden Jahr rund 1,6 Milliarden Euro für den SPNV und den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen aufwenden. Besonders hinweisen möchte ich aber tatsächlich auf die erstmalig vorgenommenen neuen 5 Förderprogramme. Erstens Unterhaltungsinvestitionen der Stadt und der Straßenbahn- und Stadtbahnstrecken. Kollege Rehbaum hat ja eben irgendwelche Floppy-Disks gezeigt. Ich weiß gar nicht, aus welchem Müller ihn im Prinzip in Duisburg tatsächlich bekommen hat. Aber die Problemstellung ist ja korrekt. Und das haben wir letztendlich dann auch abgestellt, indem es jetzt einen neuen Fördertatbestand für die Sanierung dieser Stadtbahnmittel gibt. Und das ist letztendlich auch praktisch vorgeschaltet einer Notwendigkeitsprüfung, ob es nicht kostengünstigere Lösungen gibt, wie beispielsweise den Verkehr wieder nach oben zu verlegen. Und das wird letztendlich dann auch sachgerecht durch das Ministerium entschieden werden. Zweites Förderprogramm, Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Es war ja Ergebnis auch einer verfehlten Politik der Deutschen Bundesbahn in den 1950er, 60er und 70er Jahren, Strecken einfach stillzulegen. Wir wollen im Prinzip das jetzt auch, und zwar unter betriebswirtschaftlich vernünftiger Regelung, dann tatsächlich auch Strecken reaktiviert werden. Das wird vor allem dem ländlichen Raum zugutekommen. Und deshalb, wie gesagt, sind wir der Meinung, dass dann auch die Bevölkerungszentren wieder enger miteinander verknüpft werden und diese Maßnahme dann auch sinnvoll ist. Da, wo es entsprechende Streckenreaktivierung nicht geben kann, sollen Schnellbusse zukünftig im Prinzip dann auch diesen Verkehr zwischen Zentren der Region im Prinzip aufnehmen können oder auch zwischen Zentren und Bahnhaltestellen. Aber Herr Rehbaum, es kann natürlich nicht so sein, dass dann die Kommunen sich ihrer Verantwortung entziehen und dann alle Maßnahmen dann aus der entsprechenden regionalen Verantwortung als Aufgabenträger auf die kommunalen, also auf die kommunal verfassten 3 Aufgabenträger für den SPNV abtreten und zu sagen, nach dem Motto, dann soll es auch jemand anders zahlen, aber wir nicht aus den Kassenhaushalten, weil Sie wissen ja auch selber, dass zumindest die großen Städte hier im Land doch durchaus im Regelfall einen viel größeren Aufwand für ihren kommunalen ÖPNV ausgeben. Drittens die Elektrifizierung bisheriger Dieselstrecken. Es gibt ja in NRW immer noch sogar S-Bahn-Strecken, die mit Dieselfahrzeugen betrieben werden. Eine hier ganz in der Nähe zwischen Kars und Mettmann, eine weitere zwischen Bonn und Euskirchen, um nur 2 zu nennen. Da ist es auch Aufgabe des an sich umweltfreundlichen Verkehrsmittels Schiene, dann auch noch weiter einen Beitrag zur Senkung dann zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. Dieses wollen wir tun und das soll dann innerhalb der gültigen Verkehrsverträge dann auch über die kommunal verfassten Aufgabenträger dann gewährleistet werden. Förderung zukunftsfähiger Busangebote. Es ist im höchsten Maße kontraproduktiv, wenn alte Dieselbusse mit roten Plaketten und Sondergenehmigung durch Umweltzonen des Landes fahren. Da hat es tatsächlich eine Vorreiterrolle zu realisieren, dass dort praktisch auch Elektromobilität im ÖPNV leisten soll, um praktisch Impulse zu schaffen zur Anschaffung von Elektro- oder auch Brennstoffzellenbusse. Dort ist es letztendlich Aufgabe auch dieses Landes, dieses weiter zu fördern. Fünftens, Herstellung der Barrierefreiheit. Nach dem altbekannten Personenbeförderungsgesetz sollen ja 2022 alle Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Doch muss man feststellen, dass zumindest etliche Kommunen doch durchaus dieser Aufgaben bisher nur mangelhaft nachgekommen sind. Wir wollen zukünftig aber auch die Kommunen unterstützen, indem wir Mittel zur Verfügung stellen, das Ziel der Barrierefreiheit für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt werden, möglichst zeitnah realisiert werden können. Die Mittelverteilung zwischen den Aufgabenträgern in Westfalen, im Rheinland und an der Ruhr soll transparent und nach Kriteriengerüst geregelt werden, genauso wie zwischen den 16 Bundesländern bereits nach dem Kieler Schlüssel erfolgt. Wir wollen uns in der Diskussion, wir sind dann doch praktisch das Landesteil und alles andere wird in die Mittel versenkt, dann im Prinzip zukünftig dann jeder Grundlage entziehen. Schließlich haben wir gemeinsam mit der SPD als regierungstragende Fraktion den Gesetzentwurf der Landesregierung nach dem Anhörungsverfahren noch an 2 Stellen geändert. Eine Stelle ist auf jeden Fall, dass wir die kommunalen Verkehrsunternehmen in ihrem Wettbewerb, in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen.
Der zweite Punkt ist die Aufhebung der Befristung in § 12. Damit ist es dann auch den kommunal verfassten Aufgabenträgern nicht mehr möglich, Investitionsanträge neuer Art von den Kommunen nicht mehr unter dem Argument der mangelnden finanziellen Planbarkeit nicht zu genehmigen, sondern da sind wir auch wie bei allen anderen Maßnahmen auf gutem Weg und fordern dann auch die Aufgabenträger auf, ihre entsprechenden Ziele und ihre entsprechenden Aufgaben entsprechend nachzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beu. Und für die FDP-Fraktion hat nun Herr Rasche das Wort.